Jetzt erst recht, jetzt oder nie. Hess und Kassel, wir stehen zu dir. Jetzt erst recht, alles klar. Unsere Löwen sind wieder da. Jetzt erst recht, jetzt oder nie. Jetzt erst recht, jetzt oder nie. Hess und Kassel, wir stehen zu dir. Jetzt erst recht, alles klar. Unsere Löwen sind wieder da. Jetzt erst recht, jetzt oder nie. Hessen, Kassel, wir stehen zu dir.
Sag nein zu Rassismus. Sag nein zu Rassismus. No o Rassism. Nicht der Rassismus. So jubel pederisch. Hier bis ist der Virus Rassismus. Rassismus ist blöd. Lass uns lieber zusammenspielen, wie hier bei Jumpers. Warum jetzt ein Elektroauto? Warum gerade jetzt diesen Schritt wagen? Weil es jetzt ein Volkswagen ist. Weil Beschleunigung sich jetzt richtig gut anfühlt und voll elektrische Reichweite jetzt bis zu 549 Kilometer heißt, auf unserem gemeinsamen Weg zu Null Emission. Entdecke den vollelektrischen ID3. Volkswagen. Way to Zero. Volkswagen. Irgendwo da draußen ist er, der perfekte Urlaub, wo die Zeit stillsteht und man glücklich ist und man spürt, dass immer jemand für dich da ist. Lass dich treiben. Komm mit, schau ins Land reisen. In besten Händen. Jetzt erst recht, jetzt oder nie, Hess und Kassel, wir stehen zu dir. Jetzt erst recht, alles klar, unsere Löwen sind wieder da. Jetzt erst recht, jetzt oder nie, Hess und Nein zu Rassismus. Nein, na Rassismus. Nein zu Rassismus. Lale und Surya. Nein zu Rassismus. Yo, Rassismus. Nein zu Rassismus. Irkçılığa hayır de. Logistik für uns ist mehr als man denkt. Sehr gute Perspektiven. Spannend, interessant. Abwechslungsreich. Deutschlandweit Menschen auf der Straße mobil zu halten mit der optimalen Versorgung von Ersatzteilen. Und natürlich auch mit der richtigen Qualität. Das ist Logistik. Nach dem Abi wollte ich einfach weg von zu Hause und bin nach Berlin gezogen. Man hat einfach was Neues gesehen, einen neuen Schritt im Leben gemacht. Ich bin selbstständiger geworden. Ich bin Menschen gegenüber offener geworden. Und ich weiß auch meine Stärken einzusetzen. Ich will alles nochmal genauso machen.
Es ist nie jeden Tag das Gleiche. Plötzlich hat man halt Selbstverantwortung. Ich habe den richtigen Beruf gewählt. Die Zusammenarbeit mit anderen macht mir sehr viel Spaß. Teamgeist ist hier sehr stark bei uns. Einem wird der Rücken auf jeden Fall gestärkt. Die Kollegen sind gut. Logistik ist nicht nur Pistenstrecken, Logistik ist viel mehr. Auf geht's! Spannende 90 Minuten wünscht Krombacher. Eine Perle der Natur. Das Löwenradio mit Leo und Patrick. Alle Tore, alle Emotionen. So ist es und damit herzlich willkommen aus dem Vasenstadion in Freiberg. Das Löwenradio zurück aus der Winterpause. Erstes Pflichtspiel also im Jahr 2023 für den Sport- und Gesangsverein Freiberg. Für die Löwen ist es ja sogar das zweite Pflichtspiel nach dem Pokal aus am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Steinbach. Und beim Blick auf die Tabelle, muss ich euch nicht sagen, könnt ihr alle lesen, das ist gleich ein richtig wichtiges. Die Löwen als Tabellen-14. mit 16 Punkten treffen auf den Tabellennachbarn aus Freiberg. Die sind 13. haben 18 Punkte. Ich habe zwar nicht wie Leo, der neben mir sitzt, studiert, habe also weder Mathe 1 noch Mathe 2 belegt, aber ich weiß, Leo, wenn der KSV heute gewinnt, dann zieht er, hilf mir auf die Sprünge, an den Freibergern vorbei. Aber, und jetzt kommt, ja, wie soll ich sagen, das kleine bis eher mittelgroße, aber Leo, gerade in diesem ganz, ganz wichtigen Spiel aus der Winterpause kommt, die Vorzeichen sind nicht ganz so rosig. Ja, das ist genau richtig. An der Stelle natürlich auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an alle, die hier zugeschaltet haben. So ist es, Patrick. Also die Voraussetzungen für heute sind nicht optimal, denn wenn wir auf die Verletztenliste schauen, dann sehen wir, die wird länger und länger und länger. Ja. Und das, obwohl jetzt erst eine dicke, lange Winterpause war. Da schauen wir natürlich auch gleich nochmal drauf. Und du hast es gesagt, also das heutige Spiel hat eine besondere Bedeutung, denn es könnte ganz richtungsweisend sein. Es ist das erste Ligaspiel in diesem Jahr, gleich gegen einen Tabellennachbarn. Und das solltest du natürlich auch am besten gewinnen. Aber, und jetzt gucken wir natürlich auch auf das Personal, du musstest mit einem etwas kleineren Kader heute vollbringen. Schauen wir mal auf die Verletztenliste. Da haben wir Kevin Nennhuber, Frederik Brill, Jones fällt aus, Diersen, Marco David, Alex Miesbach, Serkan Durna, Springfeld ist dazu noch gesperrt und Starostzik fällt heute ebenfalls aus. Der hat sich ja ganz übel verletzt am letzten Wochenende, am Samstag gegen den TSV Steinbach im Pokalspiel. Also Diagnose Sprunggelenk gebrochen und Bänderverletzungen. Und von Henne, da haben wir jetzt auch einen kleinen Ton aus dem Krankenhaus und den gucken wir uns jetzt nochmal an, aus dem Bett. Ja, hallo liebe KSV-Familie, euer Henne hier. Ich habe die OP gut überstanden. Klar, ich habe noch Schmerzen, aber das passt soweit. Ich wünsche, dass wir gegen Freiberg auf jeden Fall punkten. Am besten wären 3 Punkte. Dafür drücke ich ganz fest die Daumen und ich hoffe ihr auch. Und ich unterstütze die Mannschaft von der Ferne. Also liebe Grüße. Ja, sensationell, wie Henne leidet im Krankenbett, aber ich glaube, das haben wir gesehen. Gute Besserung an der Stelle. Ich weiß, dass er uns jetzt zuhören wird, lauschen wird im Krankenhaus. Der ist jetzt voller Eifer dabei, der drückt sämtliche Daumen, ich hätte fast gesagt die Fußspitzen, aber das lässt er besser sein, durch seine schwere Verletzung. Also Henne wird fehlen an allen Ecken und Enden heute. Ja, ganz genau so ist es. Und aber auch die anderen Verletzten, da wollen wir natürlich auch gute Besserungen wünschen. Wir hoffen natürlich, dass der Kader bald natürlich auch wieder so steht, dass wir mit vielen wieder mit dabei sein können. Denn man muss ja ehrlicherweise sagen, die Spiele, die jetzt kommen, die sind richtig wichtig. Wir haben ja nächste Woche unter der Woche noch das Spiel gegen die TSG Hoffenheim 2. Das ist dann gleich das Dienstagsspiel und dann am Samstag gegen Aalen. Das sind jetzt natürlich wirklich richtungsweisende Spiele und da sind diese Ausfälle natürlich sehr, sehr schmerzlich. Und dann heißt es natürlich auch, dass wir heute mit einer sehr kleinen Abwehr auflaufen werden und mit einem, der da
drin steht, das ist Nael Najjar als Rechtsverteidiger heute. Mit dem haben wir auch gesprochen, beziehungsweise nicht wir, sondern Paul Stegmann, der heute ebenfalls in der Startelf steht als Innenverteidiger. Also die beiden Verteidiger unter sich haben miteinander gesprochen, beziehungsweise Stegmann hat Nael Najjar interviewt und da hören wir jetzt auch nochmal rein. Nacho, Samstag geht's gegen Freiberg. Wie fandest du bis jetzt die Vorbereitung und was sagst du zu den Neuen? Ja, ich denke, die Vorbereitung ist gut verlaufen. Wir haben viel im körperlichen Bereich gearbeitet. War eine lange Vorbereitung, auch sehr kräftezehrend. Ich denke aber im Großen und Ganzen war das eine gelungene Vorbereitung, die uns auf die Restrunde gut vorbereitet hat. Die Neue sind alle in eine intakte Mannschaft gekommen, denke ich. Wir haben es ihm ziemlich einfach gemacht, sich zu integrieren. Sie haben sich gut integriert und sind auf jeden Fall eine Verstärkung für uns. Und jetzt am Samstag wird das erwartete schwere Auswärtsspiel gegen Freiberg. Da wollen wir einfach so gut es geht, solange es geht, die Null halten und am besten 3 Punkte mitnehmen. Ja, wir drücken die Daumen. Nacho gibt's vor. Ehrlicherweise müssen wir sagen, war vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Dank natürlich an der Stelle wie immer an Paul Stegmann, der uns da unterstützt. Paul, der ja gerade bei der IBA auch studiert und da als Praxispartner den KSV hat und daher immer auch aus der Geschäftsstelle mal kurz runtergehen kann, selbst wenn er verletzt sein sollte, was ja Gott sei Dank hier nicht der Fall ist heute. Also in der Startelf hinten in der Innenverteidigung. Leo nennt euch gleich die Aufstellung im Detail nochmal. Nacho hat's angesprochen. Alle Neuen sind gut integriert worden. 4 Mann insgesamt, ja. Also, der erste ist ja eher ein Rückkehrer von 2019 bis 2021 schon beim KSV gespielt. Alban Meher, der 36-Jährige, heute also wieder zurück, auch in der Startelf, so viel darf ich verraten. Dann erstmals heute im Kader der Löwen, Sercan Sarara, der 12-fache türkische Nationalspieler und Ex-Bundesligaspieler. Er also heute zumindest im Kader. Dann haben wir Wesley Poululu, den wir ja schon gesehen haben gegen Steinbach, der Flügelflitzer, der vor allem über die linke Seite viel Tempo machen soll, die Leihgabe vom SC Verl, er heute natürlich auch dabei. Und der vierte Neue ist Michael Glück, der 19-jährige Innenverteidiger, eine Leihgabe von 1860 München. Ja, und Leo, eigentlich haben wir ja sogar jetzt einen 5. Neuen. Das wissen wir ja seit gestern im Hinblick auf den kommenden Sommer. Der KSV hat einen neuen Geschäftsführer, Sören Gonter. Daher eigentlich ja sind sogar 5. Genau so ist es. Also der KSV hat aufgerüstet, sowohl im Kader als auch drumherum. Und Sören Gonter, der sich das vielleicht heute auch anhört, aber auf jeden Fall am Dienstag mit dabei sein wird gegen die TSG Hoffenheim, der sich das schon mal anschaut, der sich ein Bild machen wird vom KSV und mit dir schon im Gespräch war in der Kabine, hat schon mal sein neues Reich sich angeschaut. Also Sören Gonter, ebenfalls ehemaliger Zweitligaspieler für St. Pauli, für Paderborn, für Dresden und Aue und ist dann jetzt als Geschäftsführer im Bereich Sport und Finanzen aktiv. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt auch nochmal auf die Mannschaftsaufstellung, denn es ist ja schon 13:53, das heißt, bald geht's los. Und dann schauen wir erstmal auf den KSV Hessen Kassel und beginnen im Tor mit der 34, Marlon Sündermann, der wohl den Torwart-Dreikampf gewonnen hat, den Tobias Damm ausgerufen hat. Davor eine wirklich ganz junge Abwehr als Linksverteidiger. Er gibt heute sein Regionalliga-Debüt für den KSV. Das ist Elias Liesche, der auch im Hessen-Pokal am letzten Wochenende zum Einsatz kam. Dann die zwei jungen Innenverteidiger mit Michael Glück und Paul Stegmann, den ihr eben noch gehört habt. Also Michael Glück, 19 Jahre alt, Paul Stegmann, 20, ganz junge Innenverteidigung. Rechts Nael Najjar, dann im zentral-defensiven Mittelfeld Alban Meher und Stendera. Links der Neuzugang Presley Poululu, die Leihgabe aus Verl. Auf der rechten Seite Oliver Isser Schmidt und zentral offensiv Jascha Döringer. Stürmer ist heute Jon Mogge. Dann schauen wir auf die Bank. Das dauert nicht allzu lang. Dann kann Patrick auch gleich mit den Freibergern loslegen. Das gehen wir ganz schnell durch. Das dauert nicht lang, denn da haben wir nicht viele. Wir haben als zweiten Torhüter Maximilian Zunker, wobei wir da sagen müssen, es sind heute 3 Torhüter im Kader. Auch Nikolas Krötike, der ist hier auf dem Spielberichtsbogen, aber nicht als Torhüter gelistet, sondern als Feldspieler, weil wir da wirklich knapp besetzt sind. Wir haben Aram Karaman noch, Marcel Fischer, dann Sercan Sarara, der eben angesprochene Nikolas Krötike,
Steven Rack und Lukas Iksal. Und jetzt schauen wir mit Patrick auf die Gastgeber. So machen wir das. Auch die übrigens in der Winterpause nochmal aktiv gewesen. Insgesamt 5 neue haben die geholt. Wir schauen mal auf die Aufstellung im Einzelnen. Ein paar davon sind auch in der Startelf dabei. Zuletzt war es oft in den Testspielen ein 4-2-3-1. Mal schauen, ob das heute auch der Fall ist, ob Roland Seitz, der neue Trainer, die Freiberger so aufstellt. Könnte vielleicht auch ein Ticken offensiver werden. Also im Tor, das ist ganz sicher die 30, Niklas Heimann, der 31-jährige Neuzugang vom SSV Ulm. Dann auch relativ sicher eine Vierer-Abwehrkette hinten. Die beiden Innenverteidiger Asur Velagic, der Mann mit der Nummer 5, Deutsch-Bosnier neben ihm. Das ist einer der Neuen, kam aus der lettischen Liga jetzt im Winter hier nach Freiberg. Kilian Senkball, der Mann mit der Nummer 4. Dann hinten links Yannick Termann, 28, seit 2020 bei den Freibergern. Hinten rechts der Mann mit der Nummer 6, Tino Bradara, kam vor der Saison neu aus Steinbach. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler mit der 71, Ruben Reisig, kam vor der Saison neu von den Stuttgarter Kickers. Neben ihm mit der 10, Marco Kehl-Gommes, ein Schweiz-Spanier. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber warum nicht? Ja, seit Januar 22 hier viel rumgekommen in der Fußballszene in Lugano, bei den Grasshoppers Zürich, in Elversberg, Saarbrücken und. Erfahrener Mann und unter anderem 6-mal in der ersten Schweizer Liga aktiv gewesen. Der offensive Mann im Mittelfeld auf der 10er-Position war zuletzt auf die 22, David Tomic. Neuzugang vor der Saison gekommen, der Deutsch-Serbe aus Groß-Asbach. Rechts im Mittelfeld mit der 26 Christian Mauersberger, 27 Jahre alt. Und dann ein kleines Fragezeichen, also sicher ganz vorne mit der 8 Marcel Zögler, vierfacher Torschütze. Seit 2021 wieder zurückgekommen vom VfB Stuttgart 2, war im Vorfeld immer schon wieder mal hier in Freiberg. Ganz interessant, der Mann hat 177 Spiele bislang insgesamt für den Sport- und Gesangsverein Freiberg absolviert und dabei 135 Tore erzielt. Kann man machen. Das Wichtigste war übrigens das 2:1 im letzten Spiel der vergangenen Saison in Nöttingen. Auswärts beim Aufstieg, das hat den Freibergern den Gang in die Regionalliga serviert. So, und dann entweder links im Mittelfeld mit der 11, Mert Özkaya. Das ist ebenfalls ein Neuzugang, zusammengekommen mit seinem Zwillingsbruder Kaan Özkaya. Oder aber der rückt zu Sögler vorne in Sturm. Müssen wir abwarten, wissen wir noch nicht. Genau so ist es also auch die Gastgeber mit einigen Änderungen zur Winterpause. Eine Änderung war auch der Trainer Roland Seitz, der neu an der Seitenlinie stehen wird bei Freiberg. Er ist der Nachfolger von Ramon Germann und kam zum Jahreswechsel hier an den Neckar. Und der sagte eben auch, ja, man hatte eine intensive Vorbereitung im Trainingslager in der Türkei. Ja. Da sind sie mal Richtung Sonne geflogen, hatten dort auch einige namhafte Testspielgegner, unter anderem Dynamo Kiew. Und den konnte man ein Unentschieden abbringen. 1:1 spielte man da, haben eine gute Vorbereitung gespielt. Meint er auch vorher in der Pressekonferenz bzw. in den Pressestimmen, dass er viel Positives zu berichten hat. Aber, und das hat er auch gesagt, der KSV ja schon mit dem ersten Pflichtspiel in diesem neuen Jahr. Das war das Pokalspiel, die bittere Pokalniederlage im Elfmeterschießen am letzten Wochenende. Aber da sagt Roland Seitz eben auch, okay, das kann schon ein Vorteil sein für eine Mannschaft, wenn die ja schon mal ein Pflichtspiel absolviert hat und nicht nur Testspiele. Ja, absolut. Müssen wir mal warten, wie er die Mannschaft einstellt. Ich habe mit Tobi Damm gestern gesprochen, dem Löwencoach. Der hat gesagt, die haben zuletzt in Aalen zumindest eine Halbzeit lang ein ganz aggressives Angriffspressing gespielt, haben den Gegner vorne quasi zugestellt, sind gleich vorne draufgelaufen, aber eben auch nur eine Halbzeit lang. Von daher mal abwarten, wie Roland Seitz das hier und heute angeht über die ganzen 90 Minuten. Übrigens das erste Spiel der Löwen überhaupt hier im Vasenstadion in Freiberg. Gab noch kein einziges Duell auswärts, gab ja bislang überhaupt nur ein einziges. Das war das Hinspielergebnis im Aue-Stadion, das 0:0. Ansonsten keine weiteren Vergleiche. Wir warten noch auf beide Mannschaften, die jetzt aus dem extra Gebäude kommen. Das ist ein sehr offener Platz hier am Rande von Freiberg gelegen. Kleine Tribüne gibt es mit, ich zähle mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sitzreihen insgesamt. Wir stehen ganz oben quasi hinter der letzten Sitzreihe und schauen ansonsten auf ein relativ weites, freies Feld vor uns. Sehen auch so einen Kirchturm drüben auf der anderen Seite.
von Kirchberg und da ist noch so ein Funktionsgebäude quasi schräg gegenüber, diagonal hinter einem der Tore. Da sind die Kabinen untergebracht und da kommen beide Mannschaften jetzt auch raus. Die Löwen heute in roten Trikots und weißen Hosen und die Freiberger wie immer ganz in blau. Jetzt frage ich mich, ob wir die Vereinshymne schon gehört haben. Vielleicht hören wir sie jetzt gleich beim Einlauf. Ich habe nochmal nachgelesen, ein ganzes Leben lang, so lautet sie, also die Titelzeile der Vereinshymne vom Sport- und Gesangsverein Freiberg, da kann man sich ja eigentlich drauf freuen. Wenn schon Verein Sport- und Gesangsverein Freiberg heißt, dann wollen wir doch hoffentlich jetzt alle hier singen hören. Ja, und da muss es auch eine ordentliche Hymne geben, ja. Das ist ja mal ganz klar. Ja, ordentlich ist sie nicht, ich habe schon mal so ein bisschen im Text gelesen, aber vielleicht klingt sie ganz nett. Ja. Ja, ich bin auch gespannt, also als du eben angefangen hast zu zählen, habe ich erst gedacht, du zählst die Zuschauer durch. Ach so, ja. Aber das waren dann doch die Reihen. Paar ja, mehr als sieben. Eine kleine schnuckelige Tribüne, das muss man ja sagen. Wir sind hier, wir stehen hier ganz oben rechts von uns, der Kasseler Block. Ja, das können wir jetzt von hier aus nicht so genau sehen und erkennen, wie viele jetzt ungefähr da sind. Da ist die Sicht ein bisschen verdeckt. Aber es sind mehr, also Löwen, das können wir schon sagen, es sind erkennbar mehr Löwenfans, also die sich äußerlich erkennbar machen, als SGV-Fans hier. Ja. Genau so ist es und schon mal die Fahnen schwenken auf der anderen Seite, da sehen wir auch das Funktionsgebäude, da laufen jetzt beide Mannschaften so Richtung Stadion, Richtung Feld. Oh, das ist ein Feld. Weiter Weg. Das ist wirklich ein weiter Weg. Und die aber gehen sehr gemächlich, Leo. Ich gleich glaube, haben sie es geschafft, ja, und dann sind sie auf dem Platz. Der KSV, das hat Patrick schon geschildert, die spielen heute in den roten Trikots. Das ist das Ausweichtrikot und das hat letztes Mal ganz viel Glück gebracht und zwar beim Auswärtsspiel in Trier. Auch so ein ganz wichtiges Spiel für den KSV damals und da gab es einen 1:0 Sieg auswärts. Das war ein dreckiger Sieg in der 93. Minute durch ein Eigentor damals, aber das sind eben diese drei Punkte, die nimmt man mit und die braucht man dann eben auch und ein bisschen Glück, ja, das gehört dann halt auch mal dazu und wenn wir schon einen in der Startelf haben, der Glück mit Nachnamen heißt, dann könnte das ja heute in den roten Trikots funktionieren hier in Freiberg. Ja, und ehrlicherweise erinnere ich mich, Leo, dass ich bei dem Spiel nicht dabei war, sondern ich habe dir gelauscht zu Hause, vielleicht sollte ich dann doch wieder nach Hause fahren. Ja. Ja, nee, also das kriegen wir auch heute zusammen hin. Zusammen mit der Mannschaft und mit den Fans, die ihr jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund schon hört, die hier mit angereist sind an den Neckar. Beide Mannschaften also jetzt im Stadion. Sie haben es geschafft, den langen Weg vom Funktionsgebäude bis hier Richtung Platz. Im Vasenstadion. Die Freiberger übrigens in Blau, ganz in Blau. Und jetzt gibt es das Abklatschen beider Mannschaften und mit der Schiedsrichterin. Heute haben wir eine Schiedsrichterin, das ist Fabienne Michel. Die hat auch schon einige Male den KSV Hessen-Kassel gepfiffen. Also die kennen wir schon und die Assistenten, die wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten. Auf der einen Seite Frederik Kaufmann und auf der anderen Seite Kisanet Zekarias. Ja, und wir drücken Fabian Michel die Daumen, Leo, dass sie unverletzt da aus dem Mittelkreis hervorkommt. Denn wir hatten vor dem Spiel mal die Ehre und das Vergnügen, hier auf dem Platz stehen zu können. Und der gefährlichste Punkt auf diesem Platz, Leo, ist der Mittelkreis. Vielleicht kannst du es kurz erklären. Ja, also genau da, wo eigentlich angestoßen wird, da ist so eine Art, was wird das sein, so eine Sprenkleranlage. Ja, sieht aus wie ein Kanaldeckel, ehrlicherweise. Ja. Und da ist das ist so eingelassen. Das heißt, da darf man sich nicht verletzen. Also da kann man auch ganz übel mit dem Fuß hängen bleiben. Absolut. Also wirklich, es ist extrem verletzungsgefährlich, wirklich. Also das ist so eine Absenkung, fast 10 Zentimeter tief im Rasen. Wollen wir mal hoffen, dass da alle lebend aus dem Spiel rauskommen. Ganz genau so ist es. Der KSV Hessen-Kassel wird von uns aus, von dieser kleinen Tribüne aus gesehen, von rechts nach links spielen. Das heißt, mit Kasseler Publikum im Rücken. Und gerade hat man auch im Kreis zusammengestanden. Und die Freiberger ebenfalls. Jon Mogge legt sich den Ball da am Mittelkreis zurecht. Und er muss den Ball auch so ein bisschen weiter weg von der Linie platzieren, weil das nicht geht. Er hat das gesehen. Ja. Da kann ich nicht den Ball reinlegen. Und das ist fast wie beim Golf. Also ich glaube, wenn du das Loch da in der Mitte triffst, dann gibt es gleich zwei Tore. Ja, absolut. Also wenn das Spiel läuft.
Genau, Spiel läuft, Ball geht zurück zu Marlon Sündermann, der knallt den Ball erstmal hoch und weit nach vorne über die Mittellinie auf Jon Mogge, der gleich angegangen wird von einem Freiberger, die sich zunächst mal hier auf unsere Seite bewegen, abseits verdächtig, Spiel geht weiter, Sögler über den rechten Flügel, wird angegangen von Glück, Flanke kommt, Vorsicht, gleich die erste Chance, oh mein Haar, die Möglichkeit per Kopf da für die Freiberger, ein bisschen Glück für die Löwen, dass der Mittelstürmer da, der Freiberger, nach der Flanke von Sögler da unter den Ball hindurchtaucht und den Ball nicht erwischt, aber wieder Ballgewinn für die Freiberger, Höhe der Mittellinie, versuchen es jetzt schnell zu spielen, jetzt die Löwen dazwischen haben ihrerseits ein bisschen Glück, weil Stendera da sein Gegenspieler war, wieder Marcel Sögler, der Kapitän, den einfach über den Haufen rennt da vor dem 16er, jetzt erstmals die Beruhigung aus Sicht der Löwen. Wieder der Ball bei Marlon Sündermann, der den Ball aber nicht sauber hinten rausspielen kann, weil die Innenverteidiger und Außenverteidiger der Löwen sofort zugestellt werden. Daher wieder der nächste lange Schlag, erstmal von den Freibergern vor dem eigenen Strafraum geklärt. Oliver Issa Schmidt versucht sich durchzusetzen auf dem rechten Flügel gegen drei Freiberger, macht er geschickt, spielt Polulu an, der den Ball dann versucht auf dem rechten Flügel zu teilen, aber der die halbhohe Flanke da, die auf den rechten Flügel gehen sollte, doch mit viel zu viel Wumms von Polulu geschlagen Richtung Mannschaftsbus. Und daher geht der Ball erstmal ins Tor aus. Abschlag der Freiberger. Ganz genau so ist es von Niklas Heimann, der Ex-Ulmer, der das Leder jetzt erstmal über die Mittellinie schlägt. Der KSV Hessen Kassel gewinnt das erste Kopfballduell. Der zweite Ball ist auch bei Kassel und dann gibt es einen Freistoß für den KSV auf Höhe der Mittellinie. Damit ist Alban Meyer nicht ganz so einverstanden, weil er gesagt hat, wir waren im Ballbesitz. Da hättest du auch Vorteil laufen lassen können. Macht Fabian Michel nicht. Stattdessen gab es einen Freistoß, den Alban Meyer gleich mal aus Protest ja vielleicht fast schon Richtung Niklas Heimann, Richtung Freiberger Schlussmann gebolzt hat, der sich den Ball jetzt erstmal vorlegt und die Freiberger formieren sich jetzt erstmal in der Kasseler Hälfte. Immer noch der Ball beim Schlussmann Niklas Heimann, der läuft da wirklich weit aus seinem Kasten raus, schlägt ihn jetzt mit seinem linken Fuß da Richtung Strafraum, Richtung Kasseler Strafraum. Den ersten Ball, den kriegt der KSV erstmal geklärt und dann müssen die Freiberger hinten wieder über den eigenen Schlussmann spielen. Das war ein riskanter Ball da von Asur Velagic, der ihn ein bisschen misslingt, der spielt den Torhüter ziemlich hoch an, der den gut noch verarbeitet. An sich waren die Löwen dann nicht so offensiv aufgerückt, dass sie den Schlussmann da sofort unter Druck setzen konnten, weil ja, ich denke mal, dass der KSV sich jetzt erstmal vornimmt, hinten gut zu stehen. Jetzt aber vielleicht mal eine Kontermöglichkeit für den KSV, erstmal abgegrätscht, Ballbesitz immer noch für die Löwen auf der linken Seite. Brito versucht da Polulu anzuspielen, wird sofort gestört. Es gibt Einwurf für den KSV und da sehen wir den Regionalliga-Debütanten. Das ist Elias Lische Brito, der den Ball erstmal nach vorne wirft Richtung Jon Mogge auf der linken Seite, versucht ihn flach in den Strafraum Richtung Jascha Döringer zu spielen. Aber die Freiberger Defensive kriegt das jetzt erstmal gut gelöst. Der KSV geht aber früh drauf. Da sind drei Löwen, die da an der linken Seite schon fast den Ball erobern und die Freiberger da hinten erstmal einschnüren. Es gibt aber erstmal Einwurf für die Gastgeber auf der rechten Seite, ganz weit in der Freiberger Hälfte und sie versuchen sich da langsam zu befreien, aber wir sehen es, die Löwen offensiv aufgerückt, auch ein Jon Mogge, der da ganz früh anläuft, den Torhüter Niklas Heimann, also die Löwen haben sich hier wahrscheinlich was vorgenommen nach dem letzten Spiel, jetzt müssen wir aber aufpassen, denn die Freiberger wollen da ganz schnell umschalten, es gab einen Freistoß im Mittelfeld, den wollten sie schnell ausführen auf die linke Seite, aber da haben sie nicht mit Nail Najjar gerechnet, der den Ball da erstmal abfängt. Trotzdem aber wieder Ballbesitz für die Freiberger im Mittelfeld. Es geht wieder hin und her und jetzt hat sich Oliver Issa Schmidt auf der rechten Seite den Ball erkämpft. Der Ball kommt Richtung Jascha Döringer, immer noch auf der rechten Seite, versucht den Doppelpass da mit Oliver Issa Schmidt, aber leider ein bisschen weit. Der wird erstmal abgefangen von Freiberg und dadurch erstmal wieder so ein bisschen Ruhe für die Freiberger Defensive, die da ein bisschen unter Druck gesetzt wurde in dieser Phase des Spiels. Heimann, der den Ball dann erstmal ja, aus der Not heraus ins Seiten ausgeschlagen hat, gibt Einwurf für den KSV Hessen Kassel, übernimmt Nail Najjar.
ist Routinier da in der Viererabwehrkette mit 26. Das musst du auch erstmal schaffen. Ganz junge Defensive, zwei 19-Jährige, ein 20-Jähriger. Jetzt schauen wir auf Jascha Döringer, da schon am Strafraumeck auf der rechten Seite. Versucht den Ball da locker rechts reinzuspielen. Wird erstmal abgeblockt, aber alles auf Kosten eines Eckballs. Erster Eckball für den KSV und wir haben einen neuen Eckball. Spezialisten. Also das ist Alban Mea, der ja wieder zurückgekommen ist. Der 36-jährige Routinier, Ex-Bundesligaspieler. Ihr habt es mitbekommen, wieder mit dabei. Ecke auf den ersten Pfosten getreten und die wird sofort gefährlich. Erster Pfosten und da lauert Jon Mogge, versucht ihn direkt zu nehmen. Volley und der Ball geht dann aber drüber. Aber, und das müssen wir festhalten, nach 5,5 Minuten, das war der erste Standard von Alban Mea und er wird sofort gefährlich. Ja, absolut. Da ist Luft nach oben. Wissen wir aus der Hinrunde, die Standards der Löwen sicherlich nicht das Prunkstück. Anders sieht das aus bei den Freibergern, hat Tobi Damm gestern auch nochmal vorgewarnt. Das ist unter anderem eine der Stärken der Freiberger. Und er hat noch gesagt, Mensch, wir sind hinten natürlich heute überhaupt nicht körperlich gut und vor allem hoch aufgeschossen, sondern eher klein unterwegs wie Elias Nilsche Brito, der sich den Ball jetzt draußen auf dem linken Flügel erobert. Nils Stendera muss aufpassen, wird da angelaufen vor dem eigenen 16er, hat Glück da jetzt, dass er das Offensivfoul gepfiffen bekommt gegen den Neuzugang, gegen Mert Özkaya. Ich habe schon gesagt, der mit seinem Zwillingsbruder zusammen mit Kahn Özkaya aus der Oberliga Rheinland-Pfalz hier nach Freiberg gewechselt war, beide ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim, können also sicherlich Fußball spielen. Langer, hoher Schlag wieder von Sündermann auf Mogge. Der kann sich erstmal nicht durchsetzen. Jetzt erste Aufgabe für Paul Stegmann. Macht er gut gegen Sückler, muss aber aufpassen. Wird hinterlaufen, jetzt kommt der Ball. Oh, geschickter Körpereinsatz noch von Paul Stegmann da gegen seinen Gegenspieler, der allerdings dann dem Marlon Sündermann noch eine mitgibt. Habe ich jetzt nicht erkennen können, ob mit Absicht oder nicht. Sündermann hält sich da den Kopf, wird da angelaufen von David Tomic. Ich will jetzt erstmal dem Tomic da keine Absicht unterstellen, der da noch in den Sündermann hineinknallt. Fabian Michel, die Schiedsrichterin, unterstellt ihm aber die Absicht und gibt die gelbe Karte gegen David Tomic. Aber geschickt von Paul Stegmann, der da zwar mit dem Kopf noch zur Stelle war, dann den Ball aber nicht weit genug klären konnte. Sögler bringt den Ball in den Lauf von Tomic, der eigentlich keine Chance mehr hatte, an den Ball zu kommen, weil Sündermann ja schon rausgelaufen war. Und dann hat der Tomic da den Marlon Sündermann erwischt am Kopf. Sündermann steht aber wieder. Wäre natürlich jetzt... Ja, also wenn es ein Torhüter trifft, ist immer zur Unzeit, aber bei der Verletzungsproblematik, die die Löwen haben, gut, jetzt könnte man sagen, man hat noch zwei Torhüter draußen heute, aber trotzdem Marlon Sündermann kann weiterspielen und steht wieder und wie gesagt, es gab dann doch eben die gelbe Karte für den besagten David Tomic. Eine Veränderung gibt es in der Elf, also zumindest in der taktischen Ausrichtung der Freiberger. Also das kann ich schon sagen. Mert Özkaya, den ich jetzt eher über die linke Seite vermutet hatte, kommt über die rechte Seite. Und Christian Mauersberger, der zuletzt bei den Testspielen über die rechte Seite kam, eher also über die linke Seite. Der ist jetzt am Ball, wird angespielt, hat ein bisschen Platz drüben auf dem linken Flügel, wird angegangen von Nal Nacar. Immer noch Mauersberger, versucht sich jetzt mit dem Dribbling in Strafraum vorzutanken. Aber da ist Nacar dazwischen, der den Ball dann gerade noch so bekommt, bevor er über die Torauslinie geht, kann ihn aber nicht mehr retten, spielt ihn dann trotzdem über die Torauslinie, gibt also auch die erste Ecke für die Freiberger. Der Platz, das können wir sagen, in einem jämmerlichen Zustand. Das sieht man bei jedem Pass, der hier gespielt wird. Der Ball sprengt auf, ist im Grunde genommen kaum zu kontrollieren bei den Abschlägen der beiden Torhüter. Haben wir es eben ein paar Mal gesehen, aber auch bei den Flachpässen auf beiden Seiten erhebliche Probleme hatte. Tobi Damm aber schon angedeutet, dieser Platz gilt als der schlechteste der Liga und das heißt schon was, denn das Aue-Stadion ist ja auch nicht gerade ein Teppich. Oh, was für eine jämmerliche Ecke, jetzt auch geschlagen. Der Freiberger versucht da an den kurzen Pfosten. Der Ball springt aber vorher zweimal auf, sind die Löwen erstmal dazwischen. Neuaufbau der Freiberger, wieder raus auf die linke Seite, wieder bei Mauersberger, der zurück zu Akaya, der mit einem gefährlichen Querpass, sind die Löwen dazwischen, dann wird Jascha Döringer attackiert, das ist die nächste gelbe Karte, das ist ein ganz hartes Einsteigen und eigentlich auch schon ein taktisches Foul, denn das wäre eine Überzahl geworden für die Löwen, wenn auch weit genug weg vom Tor, auf Höhe der Mittellinie, gibt zumindest mal die Ermahnung da an den Freiberger. Es ist der linke Verteidiger Yannick Thermann, der eigentlich nur vorhatte, diese Konterchance für die Löwen zu verteidigen. Immerhin Jascha Döringer steht wieder. Freistoß, diesmal geschlagen von Nal Nacar, der die Standards ja noch in der Hinserie ausgetragen hatte. Bleibt erstmal hängen an der ersten Kette vor dem Strafraum der Freiberger. Ball kommt rüber auf die linke Seite. Elias Nilsche Brito im Zusammenspiel mit Alban Mea. Macht er geschickt, wird dann noch gehalten von Ruben Reisig.
hat man die Stärke, die technische Stärke von Alban Mea gesehen, der aber natürlich auch Probleme haben wird hier auf diesem, bei diesen Platzverhältnissen. Trotzdem vielleicht jetzt nochmal mit der Schussmöglichkeit. Stendera, gute Übersicht, verlagert das Spiel rüber auf Nal Natscher. Der hat ein bisschen Platz, kann andribbeln an den Strafraum, versucht den Ball flach in den Strafraum zu bekommen, scheitert aber wieder, wird geblockt von den Freibergern, die ihrerseits, das ist Mauersberger, den Adjar wieder anlaufen. Der bringt den Ball rüber zu Döringer. Die Löwen machen das gut, machen das geschickt. Schade, Ball so ein bisschen in den Rücken von Jon Mogge gespielt, sonst wäre der frei durch gewesen. Jetzt die Konterchance für die Blauen, für die Freiberger. Die verlangsamen das Spiel, aber erstmal spielen es zurück. Und Leo, also schau es dir mal an, bei jedem Ball, bei jedem Pass, Ball springt so oft auf, ist mehr eine Glückssache als gewollt, wenn die Pässe überhaupt ankommen. Ja, der hoppelt hier über den Platz. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Freiberger eben nicht ins Kontern kamen. Weil das ist eine Waffe, die sie vielleicht ausspielen könnten. Heute haben wir schon so ein, zwei Aktionen gesehen, das Umschaltspiel von Freiberg, das eventuell funktionieren könnte. Aber dann ist der miserable Platz vielleicht auf unserer Seite, weil die Pässe nicht gut ankommen. Die Freiberger jetzt mit dem nächsten Einwurf von der linken Seite ganz weit gespielt. Der sollte da Richtung Marcel Sögler kommen, aber die Löwendefensive erstmal zur Stelle, wieder der Ball im Aus. Dafür ein bisschen Raumgewinn für die Freiberger, die jetzt wieder einwerfen von der linken Seite. Yannick Thermann ist das, der jetzt hier eine Anspielmöglichkeit sucht. Findet sie in David Tomic, der hier früh verwarnt wurde. Flanke in die Mitte, Abschluss! Und dann aber knapp links am Tor vorbei. Das war da so aus circa 13, 14 Meter der erste gefährlichere Abschluss von Freiberg. Dann aber dann deutlich links am Tor vorbei. Das hat Marlon Sündermann, der Schlussmann, gesehen, dass der vorbeigeht. Der guckt den da neben den Kasten und kann sich jetzt den Ball geschmeidig da zurechtlegen zum Abschlag. Den führt er auch prompt aus. Erstmal über die Mittellinie, Kopfballduell, gewinnt erstmal Jon Mogge. Zweiter Ball landet aber wieder bei Freiberg. Und dann ist es trotzdem Offensivfoul an der Stelle von Polulu. Weiter geht's mit Freistoß für die Freiberger in der eigenen Hälfte da am Mittelkreis. Und wenn wir auf die ersten 12 Minuten schauen, beide Mannschaften, die sich hier bemühen, technisch was aufzuziehen. Der KSV, der hier früh anläuft, jetzt auch wieder mit Jon Mogge, der ja ganz vorne steht, kantiger Spieler. Und jetzt aber wieder die Freiberger, Ruben Reisig mit einem flachen Ball in die Mitte, aber erstmal geklärt. Und der Ball kommt aber wieder gefährlich rein. Das zweite Mal geklärt, ich glaube, von Stendera da im eigenen Strafraum, der da aufräumt. Also auch gut, wenn die ersten Aktionen der Defensive funktionieren, weil diese Defensive ist jetzt in der Art und Weise noch nicht wirklich eingespielt. Wir haben es ja im Vorfeld gesagt, also drei Innenverteidiger, die ja ausfallen. Jetzt gucken wir erstmal auf Jascha Döringer. Das war klug gemacht von Stendera, schneller Freistoß ausgeführt auf der linken Seite. Jetzt sehen wir Lische Prieto. Die Freiberger haben sich mittlerweile wieder formiert. Lische Prieto bleibt dann hängen am Freiberger, gibt aber Einwurf für den KSV. Das war mal klug gespielt da, ich glaube, von Stendera, der den Freistoß aus der eigenen Hälfte ganz schnell ausgeführt hat auf die linke Seite Richtung Jascha Döringer und der dann schnell schaltete und Lische Prieto anspielte. Jetzt sehen wir den nächsten Abschluss von Döringer Richtung Tor. Und der wird dann aber noch pariert von Niklas Heimann, kam zentral auf den Schlussmann. Das ist eigentlich so ein Ball, den ein Torhüter festhält. Der flutscht ihm aber so ein bisschen aus der Hand dann noch ins Tor aus. Deswegen gibt es hier auch Eckstoß. Also die erste kleine Unsicherheit von Niklas Heimann vom Schlussmann. Nächster Eckball, Alban Mea Richtung ersten Pfosten. Das erinnerte so ein bisschen an die Ecken von Nael Najjar, wird dann auch geklärt von Marcel Sögler da am ersten Pfosten. Deswegen jetzt aber wieder die Löwen im Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Marlon Sündermann, der Schlussmann, drischt den Ball jetzt ganz weit da Richtung Polulu. Der geht aber nicht ins Kopfballduell, lauert da auf den zweiten Ball. Allerdings haben sich die Freiberger dann den Ball wieder zurückerobert. Weiter Ball, aber der landet schon wieder bei Marlon Sündermann. Wenn wir an das Hinspiel denken, das war ein 0:0. Nicht wirklich viele Chancen, aber jetzt sehen wir immer wieder Offensivaktionen vom KSV. Das war Jon Mogge in der Mitte, Lische Prieto. Nee, das war Mea, der den Ball verliert. Zweikampf verloren. Weiter Ball in die Tiefe von Freiberg, die jetzt ein bisschen planlos kommen. Die versuchen sich da immer wieder zu befreien. Das macht der KSV ganz gut. Dadurch, dass vorne der Druck erhöht wird,
können die Freiberger dann nicht wirklich kontrolliert rausspielen und versuchen sich, wenn sie nach vorne spielen, dann eher zu befreien. Die Bälle landen dann meistens bei Kassels Defensive. Jetzt sehen wir auf der rechten Seite wieder einen weiten Schlag Richtung Jascha Döringer, landet aber im Seitenaus. Einwurf gibt es da für Tino Bradara auf der linken Seite von den Freibergern aus gesehen. Fast 15 Minuten sind gespielt. Dann sehen wir jetzt den Mann, der die Einwürfe auf der linken Seite immer ausführt, Yannick Thermann. Schon wieder sehr früh unter Druck gesetzt von Oliver Isar-Schmidt, der da ins Duell geht. Ist dann Offensivfoul, aber das vielleicht auch so ein bisschen als Zeichen an Yannick Thermann und an Freiberg, dass sie da voll drauf gehen vorne in der Offensive, Oliver Isar-Schmidt. Und jetzt hat sich die Löwenabteilung wieder hinten so ein bisschen formiert, denn der Freistoß da weit in der eigenen Hälfte, das ist eine Sache für Niklas Heimann, für den Schlussmann, für den 31-jährigen Routinier. Und jetzt wieder die Freiberger mit Spiel im Zentrum, rechte Seite, Tino Bradara. Ball wird nochmal verlagert, jetzt ganz auf die rechte Seite, Flanke, halbhohe Flanke da auf Ruben Reisig, der versucht dann Lupfer zu spielen, bleibt hängen an Nils Stendera, das war da schon nah am 16er, kommt aber nicht an, weil Stendera da den Körper reinstellt, aber die Freiberger darf man da nicht so kommen lassen. Wieder ein weiter Ball von Heimann, der da auch ausrutscht auf dem Platz, dann ist es ein flacher Ball von Bradara, wird erstmal geblockt, der zweite Ball wieder bei Bradara, geht in den Strafraum rein und dann ist es Michael Glück, der den Körper reinstellt und erstmal zum Eckball klärt. Das war dann ja Doppelchance für Bradara, den Ball da irgendwie reinzubringen. Der erste wird sofort abgeblockt und beim zweiten hat er gesagt, okay, wenn er abgeblockt wird, dann versuche ich einfach mal in den Strafraum zu dribbeln, aber da hat der neue Verteidiger des KSV, Michael Glück, einfach mal den Körper reingestellt und somit gesagt, nee, du kommst hier nicht rein, wie ein Türsteher. Weiter geht's mit der nächsten Ecke, mit dem nächsten Standard. Oh, der kommt da gefährlich vors Tor. Sündermann kommt da nicht raus. Getümmel vor dem Strafraum. Das war ein Ball von David Tomic, der jetzt hier so die ersten Standards übernommen hat bei den Freibergern. Der war schon wieder gefährlich, weil schwierig einzuschätzen für die Defensive und auch für den Torhüter, der da nicht rauskommt. Das muss man sagen, bei Marlon Sündermann im Vergleich zu den anderen Torhütern ist er ja ein bisschen kleiner. Das heißt, für ihn dann schwierig, bei so Standardsituationen da wirklich durchzugreifen. Und das war jetzt ein bisschen brenzlig, ist aber nochmal gut gegangen für den Schlussmann, für den ehemaligen Hannoveraner. Und jetzt aber wieder die Löwen am Drücker mit Ballbesitz. Mehr in der eigenen Hälfte. Aufbau, ja, misslingt dann, sollte Richtung Pululu. Ja, so ist es. Knapp 18 Minuten vorbei, noch keine Tore, 0:0. Der Zufall spielt mit. Was ein Ball! Das ist ein Flachpass und der springt unmittelbar vor Stegmann auf und der Ball springt ihm dann ans Knie. Da kann der Stegmann quasi kaum noch was machen, hat aber immerhin noch die Gabe da gehabt, dann irgendwie mit dem vermeintlich falschen Bein, mit dem rechten Bein dann noch dran zu kommen. Das ist ja unglaublich, diese Platzverhältnisse hier. Das lässt natürlich einen technisch versierten Fußball überhaupt nicht zu. Nochmal, aber der Zufall spielt natürlich auf beiden Seiten mit. Zweikampf da wieder auf Höhe der Mittellinie. Alban Mea gewinnt ihn. Der Mann, der es immer wieder versucht, dann auch mit Kurzpässen, mit Übersicht hier zu agieren. Auch jetzt wieder versucht, den Ball da innerhalb von 3 Metern flach auf Nacar zu bekommen. Das geht aber gar nicht. Kommt dann letztlich halb hoch an. Die Freiberger sind erstmal dazwischen. Tomic vor dem Strafraum der Löwen bleibt erstmal hängen. Gut attackiert von Paul Stegmann. Die beiden Innenverteidiger machen das bislang klasse. Stegmann und Glück, die da hinten bislang ihre Sache gut machen. Die Freiberger in eigenem Ballbesitz übrigens mit 4 Mann, die sie vorne parken. Jetzt haben Mauersberger und Thermann jetzt übrigens, der vorne links mal in der Viererkette steht, die Seiten gewechselt. Mauersberger kommt jetzt über die rechte Seite, geht aber wieder auf die linke Seite rüber. Also 4 Mann vorne in eigenem Ballbesitz mit Tomic, mit Sögler, mit Mauersberger und weitestgehend war es bis eben noch Özkaya. Jetzt wieder der nächste lange Ball auf Tomic, Ball versprengt und wieder klasse Aktion von Paul Stegmann. Das wird die Mut machen da, das Tackling, weil Tomic den Ball nicht unter Kontrolle bringen kann, weil der eben noch mal vor ihm aufspringt. Daher natürlich auch für die Freiberger diese Problematik, bei diesen Platzverhältnissen da den Ball unter Kontrolle zu haben. Einwurf kommt für die Freiberger draußen auf dem linken Flügel. Wieder gutes Tackling da und zieht das Offensivfoul. Auch das ganz stark. Ich glaube, es ist in dem Fall Nils Stendera, der da das Offensivfoul gegen die Freiberger zieht. Und es gibt den Ballgewinn
für den KSV. Ich finde, dass die Löwen das bislang gut machen in diesen ersten 20 Minuten. So ein bisschen sogar die Spielkontrolle haben, wenn man davon überhaupt sprechen kann, aufgrund dieser Platzverhältnisse. Und ihr hört es im Hintergrund, die einzigen Fans, die sich hier bemerkbar machen, das sind die mitgereisten Löwenfans, sind sicherlich dann doch mal knapp 50, die auch aber mal alle Fahnen mitgebracht haben, die sie im Sommer frisch gebügelt und frisch gewaschen haben. Also da ist richtig gute Stimmung im Block, hier im Freiberger Block, der übrigens eingekäfigt wurde. Das war ja ein großes Thema vor Saisonbeginn, das Wasenstadion ja quasi nicht Regionalliga-tauglich gewesen. Fassungsvermögen offiziell liegt es bei 4.000. Ja, gut, das ist natürlich auch Ansichtssache. Das, wenn du hier in Zehnerreihen quasi auf beiden Seiten des Stadions dich verteilst, kriegst du hier 4.000 rein. Aber das Hauptproblem war nicht das Fassungsvermögen, sondern dass die gegnerischen Fans nicht abgetrennt werden können. Das ist auch bis heute so nicht ganz unproblematisch. Die Löwenfans stehen zwar jetzt in so einem Käfig, aber die Hochrisikospiele müssen die Freiberger tatsächlich immer noch im, Achtung, 70 Kilometer entfernten Nöttingen austragen. Das wäre ungefähr so, als würde der KSV in Willingen die Heimspiele austragen. Ist also auch nicht ganz so einfach für die Heimfans. Wieder verspringt der Ball da. Sögler, kann man ihm keinen Vorwurf machen, dem Stürmer. Glück für Paul Stegmann, der den Ball erobern kann. Neuaufbau des KSV hinten aus den eigenen Reihen. Nein, Natscha macht es richtig, schlägt den Ball einfach lang vorne rein, um nicht Gefahr zu laufen, dass der wieder verspringt. Jetzt viel zu viel Platz für die Freiberger draußen auf der rechten Seite. Özkaya wartet, bis Reisig mitgelaufen ist, spielt den an. Rum Reisig, Tor! 1-0. Oh, da war die Abwehr der Löwen hinten. Das erste Mal so richtig offen ist die Seite von Elias Lische-Brito. Kommt ein langer Ball auf den rechten Flügel. Özkaya macht es dann geschickt, wartet, bis der hoch aufgeschossene Ruben Reisig mitgelaufen ist. Spielt ihm den Ball in den Lauf und der 26-jährige Neuzugang. Der Stuttgarter Kickers trifft den Ball dann aber auch sowas von voll und jagt ihn oben links in die Ecke aus halbrechter Position. Ehrlicherweise, Leo, Treffer aus dem Nix, aber er zählt trotzdem. Die Freiberger führen 1-0. Ja, ganz bitter an der Stelle auch für den Verteidiger Elias Liesche, der ein bisschen weit aufgerückt war, da bei Ballbesitz des KSV Hessen Kassel. Und dann war es eben so ein Konter, von dem ich dann eben auch gesprochen habe. Ich glaube, Mert Özkaya war das da auf der rechten Seite, der sich da freigelaufen hat, der da gestartet ist und der auch super angespielt wurde. Der Pass kam ziemlich gut an und der den Ball auch selber weiter gut in die Tiefe weitergeleitet hat Richtung Ruben Reisig und der einfach mal mit einem Strahl da nichts zu machen für Marlon Sündermann und somit die Führung für die Gastgeber extrem bitter. Natürlich so ein bisschen aus dem Nichts und jetzt müssen die Löwen gucken, dass sie da jetzt nicht zerbrechen. Nächster Zweikampf da zwischen Yannick Theermann und Michael Glück da in der eigenen Hälfte aus Löwensicht kurz vorm 16er. Glück lag da kurz nochmal am Boden, ist aber wieder, steht wieder. Das war ein kurzer Check zwischen den beiden, zwischen Yannick Theermann und Glück. Und das Spiel kann aber wieder weiterlaufen. Das ist natürlich extrem bitter, der Gegentreffer, der hier ja aus Löwensicht über die linke Seite, über die Lische-Brito-Seite gefallen ist und über die rechte Seite aus Freiberger Sicht. Extrem bitter an der Stelle, weil das war jetzt mal so die erste hundertprozentige Möglichkeit für die Gastgeber und die ist sofort drin und das hat man sich hier natürlich komplett anders vorgestellt. 23 Minuten haben wir gespielt und jetzt wieder die Freiberger, die jetzt hier vielleicht ein bisschen Blut geleckt haben auf der linken Seite, wollen den Einwurf sofort schnell ausführen. Löwen aber wieder formiert, warten jetzt nochmal kurz, zögern kurz. Yannick Theermann bei wieder auf der linken Seite beim Torschützen Ruben Reisig, toller Doppelpass wieder Ruben Reisig mit dem Ball in die Mitte, der kommt schon wieder gefährlich und der Lische-Brito ist jetzt zur Stelle mit dem Kopf, geht da auf Nummer sicher und köpft erstmal ins Tor aus, das ist dann wichtig, ansonsten hätte es hier auch wieder gefährlich werden können, das heißt wieder nächste Standardmöglichkeit für die Freiberger und die ersten beiden waren schon recht gefährlich. Nicht 100% gefährlich, aber sie gehen da immer recht nah vors Tor. Also die Ecken von Tomic kommen da immer recht nah vors Tor gezogen. Auch der kommt wieder weit reingespielt. Oh, fast ein Kopfball da und Schuss aus der zweiten Reihe abgeblockt. Der Schuss von Velagic. Allerdings immer noch die Freiberger im Ballbesitz, die sich da jetzt so ein bisschen festgesetzt haben in der Löwen-Defensive. Rechts rausgelegt auf Tomic. Und Najjar stellt aber den Körper rein. Abstoß
für den KSV, für Marlon Sündermann, der da bei diesem ja, sehr kraftvollen Schuss von Ruben Reisig machtlos war. Der Mann mit der ungewöhnlichsten Trikotnummer hier heute auf dem Feld, der trägt die 71 und trifft hier zum 1:0. Das ist natürlich extrem bitter. Der ehemalige Stuttgarter, Ruben Reisig, der bei den Stuttgarter Kickers vorher aktiv war. Jetzt schon wieder ein weiter Ball. Oh, Paul Stegmann macht das richtig gut dagegen den Kapitän. Das war ein weiter Ball auf Marcel Sögler. Der war da auf und davon. Und irgendwie schaffte es Paul Stegmann dann noch, den Fuß dazwischen zu kriegen und dann Sögler aufzuhalten auf dem Weg zum Tor von Marlon Sündermann. Das hätte schon wieder gefährlich sein müssen. Aber das sind diese schnellen Gegenangriffe. Die müssen eigentlich nicht sein. Die kann man auch unterbinden. Dadurch, dass die Löwen jetzt immer sehr weit aufgerückt sind, gerade auf den Seiten, auf den Flügeln, ist es jetzt ein bisschen einfacher für die Freiberger auch zu kontern und Gegenangriffe aufzuziehen, wobei die Kontrolle ja jetzt in den letzten 2-3 Minuten dann doch bei den Freibergern lag. Jetzt aber die Löwen wieder im Ballbesitz. Marlon Sündermann nimmt erstmal ein bisschen Tempo raus, um erstmal Paul Stegmann da in Szene zu setzen. Oh, und da haben wir jetzt gesehen, Paul Stegmann versucht den Ball Richtung Nail Najjar zu passen. Der versucht ihn anzunehmen und der Ball verspringt sofort. Das liegt wahrscheinlich schon am Platz, weil der Ball da wirklich vor ihm nochmal aufspringt. Das ist wirklich schwierig für Najjar, den zu verarbeiten. Deswegen geht der Ball auch ins Seitenaus letztendlich und deswegen haben die Freiberger wieder Ballbesitz in der Kasseler Hälfte. Das war schon wieder Sögler auf die rechte Seite zu Bradara. Bradara bleibt hängen an Polulu, aber Luftloch da von Polulu. Bradara immer noch am Ball, schlägt den Ball in die Mitte rein, in den Strafraum. Und dann kriegt der Freiberger den aber nicht mehr kontrolliert irgendwie aufs Tor. Den kriegt er nicht mehr da gedrückt und deswegen geht der Ball ins Seitenaus. Der KSV konnte erstmal klären. Nächster Einwurf für Freiberg. Tino Bradara, jetzt eine gute Phase der Freiberger, die jetzt offensiv sehr bemüht sind und Tomic mit der Flanke in die Mitte und da steht schon wieder Stegmann mit dem Kopf Gold richtig und kann den erstmal rausklären. Jetzt Kontersituation beim KSV Hessen Kassel. Issa Schmidt rechts raus auf Nail Najjar. Doppelpass wieder Issa Schmidt, aber der wird da abgelaufen. Dann ist es kein Offensivfoul von Issa Schmidt da an Kiel Gomez und dann gibt es einen Offensivfoul, obwohl das eigentlich ein sehr guter Einsatz war an der Stelle von Issa Schmidt. Dann war es eher Kiel Gomez, der sich da auf den Ball geschmissen und auf den Ball gelegt hat, weil er wahrscheinlich vermutet hat, okay, das gibt jetzt hier einen Freistoß für mich, weil es ein Offensivfoul war. Den Zweikampf hat Fabian Michel nicht abgepfiffen und dann aber das Nachgestocher von Oliver Issa Schmidt dann letztendlich doch etwas bitter an der Stelle, weil das hätte ein guter Konter werden können. Da hätte man die Gastgeber mit den eigenen Waffen schlagen können, die jetzt hier ja versuchen ihrerseits über Konter zum Erfolg zu kommen. Jetzt aber wieder Tomic, sehr auffälliger Mann. Tomic da auf der linken Seite gegen Nail Najjar, geht ins 1-gegen-1, sucht dann erstmal wieder Reisig, mitgenommen, Ball in die Mitte, flacher Ball in den Strafraum, sollte da Richtung Mauersberger kommen, aber Löwen klären erstmal wieder. Mann, ist das jetzt intensiv, es geht schnell hin und her, eben die Löwen noch fast mit der Kontermöglichkeit, aber schon wieder die Freiberger in der eigenen Offensive, linke Seite Mauersberger, versucht den Ball schon wieder reinzuspielen, aber schon wieder ein guter Einsatz. War es davon Stegmann? Ja. Ja, Stegmann, der da erstmal liegen bleibt. Oh, das wäre natürlich bitter. Wir haben natürlich auf der Bank keine Verteidiger mehr, aber Stegmann steht wieder. Das war dieser Kontakt da kurz vor der Torauslinie. Und jetzt läuft er aber wieder nicht ganz rund, aber den wird er einstecken können. Nächster Eckball für die Freiberger. Wieder Tomic, der eigentlich alle Standards übernimmt. In der Mitte stehen sie alle parat. Die Freiberger sichern hinten ab. Weiter Ball. Und das ist einer für Sündermann. Der kommt da Richtung 5-Meter-Raum. Und Sündermann pflückt ihn einfach runter vom Himmel. Macht er gut. Versucht Lische Brito in Szene zu setzen. Aber du merkst es auch sofort. Waren die Freiberger wieder formiert. Das kannten wir vom KSV, dass nach eigenen Standards hinten oftmals alles offen war. Und die Absicherung der Freiberger funktioniert aber richtig gut. Sofort nach dem Eckball waren sie hinten wieder formiert. Freiberg wieder im Ballbesitz, gibt es den Einwurf dann weit in der eigenen Hälfte von der rechten Seite. Den Einwurf hatte Tino
Bradara rausgeholt. Also wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde gespielt. Etwas unglücklich, dass der KSV an der Stelle zurückliegt. Das war diese eine große Möglichkeit für die Gastgeber, die auch sofort zum Erfolg geführt hatte. Gab eine Halbchance für den KSV, einen Abschluss, den Heilmann parieren konnte. Jetzt sehen wir aber erstmal Presley Polulu. Ganz viel Platz auf der rechten Seite. Könnte den Ball jetzt in die Mitte spielen Richtung Mogge. Aber der Ball zu zentral auf Heilmann. Der kommt flach und Heilmann wirft sich auf den Ball und kann ihn entschärfen vor Jon Mogge. Das war jetzt mal ein guter Angriff da über die rechte Seite über Presley Polulu. Ja, so ist es. Und Zögler, ehrlicherweise, der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Der fällt hier bei jedem Zweikampf um, will immer wieder den Offensiv, will immer wieder das Foul ziehen, um dann Freistoß zu bekommen vor dem Löwenstrafraum. Bislang fallen die Schiedsrichter nicht drauf ein, auch nicht der Linienrichter hier vor uns. Jetzt ein bisschen Platz für Elias Ligsche Brito, der den Ball weiterspielt auf Alban Meyer, der in einem Zweikampf vor dem Strafraum der Freiberger spielt den Ball gut rüber auf die rechte Seite. Nael Najjar schon auf Höhe der Torauslinie, bringt den Ball nochmal rein. Schade, ist ein Freiberger mit dem Kopf dazwischen. Sonst hätte Döringer aus der Drehung zum Abschluss kommen können. Guter Zweikampf von Glück. Wieder geht Zögler zu Boden. Mann, geht der mir auf die Nerven jetzt schon. Ball geht wieder rüber zu Polulu, der hat ein bisschen Glück, bleibt im Ballbesitz, hohe Flanke, aber ins Nix, da ist nur Bradara, der Freiberger Verteidiger, der Ecksteinbacher, der den Ball dann über die Torauslinie bringt, die eigene. Immerhin gibt es die Ecke für den KSV, wichtige Phase, Leo hat es angesprochen, denn der Gegentreffer von Reisig in der 22. Minute hat die Statik des Spiels doch hier ordentlich verlagert vor das Tor von Sündermann, vor das KSV-Tor, jetzt erstmals wieder so seit 7-8 Minuten nach dem unglücklichen Gegentreffer die Löwen mit eigenem Vorwärtsgang und der Ecke von Alban Meyer von der linken Seite. So, Alban läuft an, Ball diesmal hoch und weit hinten an den langen Pfosten, da sind die Löwen da, Kopfball, Abpraller, Ball ist noch vor der Torauslinie, aber abgepfiffen von Fabian Michel und das wäre, glaube ich, Paul Stegmann gewesen, der Mann, der ja da mit dem Kopf dran war, der 20-Jährige, die lange Ecke diesmal gewählt von Alban Meyer, die ersten waren eben eher bescheiden, sind ja immer vorne am kurzen Pfosten hängen geblieben, diesmal hoch und weit, war fast Schnee drauf an den langen Pfosten und dann ist es Paul Stegmann mit dem Kopf und Niklas Heimann nicht mit der ersten Unsicherheit. Der Keeper der Freiberger lässt den Ball nochmal prallen, dann aber im Rebound-Versuch, im Nachschussversuch wird er wohl offenbar zu sehr attackiert. So sehr hat es zumindest Fabian Michel gesehen. Pech für Paul Stegmann, der da mit dem Kopf zur Stelle war, hinten am langen Pfosten. Ohnehin, der Paul, finde ich, macht das super bislang. Dürfen wir an der Stelle mal verraten. Wir haben gehört, dass er schon ein bisschen nervös war in den letzten Tagen, als er sich ja so langsam erahnen konnte, dadurch, dass immer mehr Innenverteidiger ausgefallen war, dass er heute von Beginn an ran muss. Aber der macht das bislang super. Der Paul Stegmann, Vorsicht, gefährlicher Ball von Michael Glück auf den eigenen Torhüter zurückgeschlagen. Da hält man immer so ein bisschen die Luft an, weil man weiß, dass hier jeder Ball unmöglich aufspringt. Zögler, diesmal macht das besser, lässt sich nicht fallen, spielt den Ball raus auf die linke Seite. Mauersberger bekommt den Ball noch, bevor er über die Torauslinie geht. Mit der Flanke, viel zu viel Platz im Strafraum, aber dann haben die Löwen ein bisschen Glück, dass da Zögler viel zu viel Zeit braucht, um den Ball unter Kontrolle zu bringen. Wenn der den aus der Luft nimmt, dann hat er viel zu viel Platz, der Zögler, jetzt wieder mit dem Kopf. Verlängert den Ball in den Löwenstrafraum. Tomic mit der Schussmöglichkeit, super geblockt dann vor dem 16er von Elias Ligsche Brito, sollte ihm Auftrieb geben nach seinem Patzer, den kleinen Patzer, als er da seinem Gegenspieler, dem Özkar, ja zu viel Platz gelassen hat draußen. Auf der linken Seite. Ball geht ins Seitenaus. Tobi Damm, der sich da als Ballholer engagiert und den Ball wieder den Freibergern gibt, weil die den Einwurf bekommen. Wieder Tomic, der diesmal aber den Ball nicht unter Kontrolle bringen kann, läuft mit dem Ball ins Torhaus. Daher der Abschlag von Marlon Sündermann. 33 Minuten vorbei. Der Treffer für die Freiberger gefallen in der 22. Die einzig echte, richtig große Torchance in dem Spiel. Bislang die Löwen, wie eben geschildert, mit dieser kleinen Chance nach der Ecke von Paul Stegmann. Jetzt versuchen es die Löwen nochmal wieder neu auf Oliver Isser-Schmidt. Der hat auch wieder Probleme, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Irgendwie schaffen es die Löwen vermeintlich doch noch. Jetzt ist der Ball doch wieder weg. Yannick Thermann dazwischen, der Freiberger noch in der eigenen Hälfte. Fehlpass aber jetzt der Freiberger. Jascha Döringer ist dazwischen. Allerdings nur zwei Löwen gegen vier Blaue. Das sollte für die Freiberger reichen. Reicht es leider auch, aber immerhin holt Döringer noch die Ecke raus, die diesmal von der rechten Seite kommen wird. Und Alban Meyer, der 36-Jährige, wir haben vor dem Spiel schon geflaxt, der ist allein fast so alt wie die beiden Innenverteidiger heute. Paul Stegmann und Michael Glück, der eine 20, der andere 19. Alban inzwischen 36, wie sein neuer Geschäftsführer, ja, den wir euch ja gestern vorstellen durften.
in einem Löwen-TV-Special. Also Sören Gonter, wer es noch nicht gesehen hat, nach dem Spiel mal auf allen Löwenkanälen durchklicken. Seht ihr dann. Ecke kommt von Alban Meer. Oh, Glück. Glück hat Pech in dem Fall. Ja, klingt verrückt, aber ist so. Der Glück, der da versucht, an den Ball zu kommen, aber den Ball nicht mit dem Innenriss, sondern mit dem Außenriss trifft. Sonst wäre er aufs Tor gekommen. So wehrt er ihn quasi ab, wie ein Abwehrspieler das eigentlich machen will, nur nicht vor dem gegnerischen Tor. Wieder Glück, versucht den Ball in den Rücken der Abwehr zu passen. Jetzt der Schuss aus der zweiten Reihe von Nils Stendera. So. Und der wird dem Platzwart nochmal schöne Grüße mit auf den Weg geben nach dem Spiel. Ball springt wieder auf und der Ball geht noch nicht mal Richtung Tor, sondern eher Richtung Mannschaftsbus. Ja, ganz genau so ist es. Ein bisschen bitter an der Stelle, aber die Standards von Alban Meer gefallen mir richtig gut. Die kamen bisher ziemlich stark. Jetzt der Ball aus der zweiten Reihe, von Stendera. Genau, da wird er sich beim Zeugwart nochmal bedanken über den Platz. Ja, wenn er den besser trifft, dann kommt er auch vielleicht gescheit aufs Tor. Aber die größte Möglichkeit, die wir gesehen haben, die war eben die von Stegmann. Jetzt gibt es eine gelbe Karte für, ist das Döringer? Stendera. Stendera nach einem Zweikampf da in der eigenen Hälfte gegen Ruben Reisig, gegen den Torschützen. Ist ein bisschen zu hart reingegangen und Reisig steht aber mittlerweile wieder. Gibt es also den Freistoß für die Freiberger 9,5 Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit. Und Distanz zum Tor sind mit Sicherheit über 30 Meter, 35 Meter. Und Ball jetzt freigegeben. Einziger Spieler in der Mauer war Meha. Ball kam weit rein. Versucht Sückler da noch irgendwie zu verlängern per Kopf. Kopfballstaffette jetzt auf beiden Seiten, allerdings Abseitsposition angezeigt. Vom Linienrichter gibt es den Freistoß für den KSV Hessen-Kassel. Da sehen wir Glück, der ja eben fast den Ball auf dem eigenen Fuß hatte, aber dann noch abgeblockt wurde. Also ein paar Chancen jetzt auf Kasseler Seite. Jetzt Sindermann mit einem weiten Ball Richtung Mittellinie, wieder Richtung Alban Meer. Der geht da nicht richtig zum Kopfballduell, weil er merkt, okay, ich kriege den zweiten Ball, kriegt er auch. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, dann Najar mit einem Luftloch. Dem verspringt da auch wieder der Ball. Also gerade auf der rechten Seite die Platzverhältnisse irgendwie besonders schwierig. Ball geht da ins Seiten aus. Deswegen kommt hier, was das Technische angeht, kein wirklich tolles Spiel zustande. Und jetzt wieder Najar auf Höhe der Mittellinie. Es sind wieder diese 40 Einwürfe die Minute. Nächster Einwurf jetzt aber wieder auf der linken Seite aus Freiberger Sicht. Das ist Yannick Theermann auf Höhe der Mittellinie. Formiert er erstmal seine Spieler und wirft dann ein Richtung Ruben Reisig. Der versucht nochmal zu verlängern Richtung Sögler da in der Mitte. Kassel dazwischen. Weiter aber Ballbesitz für die Freiberger, die das, wenn sie den Ball haben, gut machen, gut auf Ballbesitz spielen. Und jetzt eine zweite Aktion davon, Jascha Döringer, der da immer wieder versucht, da zu antizipieren, Passwege zuzustellen von den Freibergern. Und ich glaube, jetzt gibt es einen Schiedsrichterball, weil sich Fabian Michel da in den Weg gestellt hat. Die hat da nämlich nicht mitgerechnet, dass der Jascha Döringer da irgendwie versucht, den Passweg zu finden und zu blocken. Und dann steht Fabian Michel nicht gut und kriegt den Ball da ab von Jascha Döringer. Somit gab es eben den Schiedsrichterball der KSV jetzt also somit im Ballbesitz. Jan Mogge das Ganze jetzt auf der rechten Seite. Weiter Ball Richtung Issa Schmidt. Der versucht den Ball zu verlängern Richtung Jascha Döringer. Der kommt an. Der versucht den Ball weiterzuleiten auf die linke Seite Richtung Lische Brito. Und die linke Seite ist jetzt wieder völlig frei. Aber Stendera ist wieder mit nach hinten gerückt und klärt das Ganze und spielt zurück zu Marlon Sindermann. 38,5 Minuten gespielt. Michael Glück. Jetzt hat das Spiel so ein bisschen an Fahrt verloren. Müssen wir aufpassen. Jetzt wieder. Oh ja, jetzt wieder Marlon Sindermann. Das habe ich eben schon gesehen, weil der versucht hat, den Ball da nach vorne zu schlagen. Knickt er so ein bisschen weg. Es ist wirklich schwierig da, gerade auch im 16er, wo die Torhüter ja normalerweise auch den Rasen verunstalten, ist der Rasen auch besonders niedrig. Also auch für Sindermann schwierig, bei Abstößen oder bei langen Bällen den irgendwie zu kontrollieren. Einwurf jetzt für die Freiberger linke Seite direkt vor der Bank von Tobias Damm, schnell ausgeführt, immer noch linke Seite, aber Polulu dazwischen stark gemacht
Nächster Ball wieder in die Mitte, verlängert. Und da sind die Freiberger schon wieder fast im Strafraum. Marcel Sögler kann den Ball da in der gegnerischen Box, in der Box der Löwen, nicht richtig mitnehmen. Ball wird geklärt. Nächster Einwurf für die Freiberger. Das ist jetzt Tino Bradara. Sucht jetzt erstmal eine Anspielmöglichkeit. Findet erstmal Ruben Reisig, den Torschützen da gegen Alban Mehr, der da versucht, da nochmal nachzustochern. Letztendlich ist es dann Oliver Isa Schmidt, der dann final erstmal klären kann. Die Freiberger spielen hintenrum über den Torhüter Niklas Heimann. Freiberg mit einer sehr guten Ballbesitzphase aktuell, geben den Ball scheinbar gar nicht mehr her. Weiter Ball wieder auf die linke Seite. Paul Stegmann muss dahin, kriegt den erstmal nicht. Da war Mauersberger erstmal schneller. Versucht er ins 1 gegen 1 mit Stegmann. Diesmal stellt er den Körper rein. Das allerdings noch nicht in der gefährlichen Zone. Gibt es den Einwurf wieder da, ja, fast vor der Bank von Tobias Damm. Wieder Yannick Thermann. Doppelpass. Oder hat Sögler versucht, den Ball abzulegen, da vor dem eigenen 16er. Oh, es gibt Freistoß für die Freiberger nach einem Foulspiel da direkt vor dem 16er. Und da müssen die Löwen aufpassen. Das sind jetzt ja, zentrale Positionen erst einmal. Aber das sind so circa 20 Meter. Vielleicht ein bisschen mehr, 21, 22 Meter. Und zentrale Position wird ganz gefährlich. Und schon wieder ist es Sögler, der da am Boden liegt. Diesmal vielleicht ein bisschen härter getroffen, aber an sich nichts Schlimmes. Steht wieder, läuft wieder rund. Und jetzt aufgepasst, weil jetzt könnte es ganz gefährlich werden. Uns gesagt, ja, das werden so circa 20 Meter sein. Sündermann stellt seine Mauer. Aktuell sind es 4 Mann, die da stehen. Müssen noch ein bisschen zurück. Also auch Fabian Michel justiert da die Kasseler Mauer. Alban Mehr, der sich da auch mit irgendwie zugestellt hat. Und jetzt alles still hier. Alle gucken auf diesen Freistoß. Ausgeführt, der kommt richtig gut und er knallt an die Latte, Nachschuss. Sündermann ist draußen und kann den Ball rausboxen. Hast du gesehen, wer es war? Tomic hat den Freistoß geschossen. Tomic, also der Standardspezialist. Und da schauten alle mal ganz gebannt Richtung Kasten von Marlon Sündermann und er nur hinterher. Das war ein ausgezeichneter Freistoß und der knallt da ans Aluminium, an die Latte. Da wäre nichts zu halten gewesen, also ganz feines Füßchen da von Tomic und das wäre fast das 2:0 gewesen, also ganz klare, hundertprozentige Chance durch diesen Standard, da wäre nichts zu machen. Lische Brito, jetzt schauen wir wieder auf die andere Seite, oh, der versucht da Polulu in Szene zu setzen. Oh, was pfeift sie denn da jetzt ab? Und dann pfeift sie jetzt den Zweikampf von Lische Brito da ab. Gegen Kiel Gomez. Die Löwenfans sind außer sich. Es wäre eine ganz, ganz tolle Torchance geworden. Draußen war Polulu bereits auf dem Weg, auf und davon. Es ist kein Foul von Lische Brito. Der bekommt dann noch die gelbe Karte. Ob das jetzt wegen Meckerns war oder wegen dem Foul. Dann Kiel Gomez. Ich vermute mal noch aufgrund des Fouls. Aber das war eigentlich nie im Leben ein Foulspiel und da hätte noch einiges entstehen können auf der rechten Seite, denn Polulu hätte die Meter und den Platz gehabt, aber Fabian Michel hat das anders interpretiert, hat das anders gesehen und damit jetzt auch Lische Brito vorbelastet. Also 2 Minuten jetzt hier noch im ersten Durchgang zu gehen, plus dann eben noch eine Nachspielzeit und Fabian Michel wendet sich jetzt nochmal an an Alban Meha. Und der da natürlich auch nochmal als Führungspersönlichkeit dann auch nochmal hingegangen ist zur Schiedsrichterin und das irgendwie nochmal klären wollte, weil nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus Löwensicht war das nie im Leben ein Foulspiel, aber sei es drum, Schiedsrichterin hat das jetzt so gepfiffen und es geht weiter. Ruben Reisig jetzt wieder mit dem Ball nach vorne. Und das ist schon wieder Tomic da gegen 2 Löwen, gegen Najjar. Tunnelt Najjar auf der linken Seite, ganz wendig. Und dann gibt es den Abstoß, weil er den nicht mehr
in die Mitte bekommt, aber das ist ganz gefährlich. Also Tomic scheint richtig Selbstvertrauen getankt zu haben, gerade nach seinem Standard eben. Ja, Tomic und Reisig sicherlich die stärksten Freiberger im Spiel nach vorn. Beste Aktion der ersten Halbzeit, ganz sicher dieser tolle Freistoß von David Tomic, muss man auch anerkennen. Der Ball knallt quasi an die Unterkante der Latte und streift dann, glaube ich, auf dem Weg nach draußen, sogar nach den rechten Pfosten. Also Riesendusel für die Löwen. Leo hat es euch angesprochen, also Sündermann hat den Ball nur hinterhergerufen. Geh vorbei oder knall an den Pfosten, weil eine Chance hätte er nicht mehr gehabt, den abzuwehren. War ein Riesenfreistoß von Tomic. Hätte eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, ein Tor verdient. Aber Glück für die Löwen, dass das nicht gefallen ist. Jetzt ein bisschen Platz für Elias Lische-Brito draußen auf dem linken Flügel. Allerdings jetzt gegen drei Freiberger macht er dann doch falsch und bleibt hängen. Konterchance jetzt für die Freiberger, Tomic, aber auch der hat Pech. Der Ball springt ihm wieder auf beim Passversuch. Trotzdem, Reisig lässt ihn abprallen, wiederum auf Tomic. Der hat dann Pech, dass Stendera sich in den Weg stellt und den Ball jetzt raus auf die rechte Seite bringt. Mauersberger stolpert da quasi über diesen Acker. Also wir haben ja lange schon über das Aue-Stadion gesprochen, über die Platzverhältnisse in Kassel. Auch das Aue-Stadion galt ja so ein bisschen als der Acker der Liga. Aber nach diesen Platzverhältnissen hier heute in Freiberg, muss ich sagen, werde ich nie wieder was Schlechtes über den Rasen im Aue-Stadion sorgen. So, Halbzeit. Fabian Michel bläst also zum Pausentee. Und dem Platzwart kann man nur wünschen, dass er vielleicht nochmal einen Rasenmäher findet, der hier irgendwie was aus diesem Platz machen kann. Denn das sind erbärmliche Zustände. Ich will mich ja wenig in Rage reden. Jetzt mache ich es aber doch. Denn wenn die Liga hier alles reglementiert, also Gästefans in einen wirklich kläglichen Käfig sperrt, aus Kollektivangst, dass das alles Schwerverbrecher sind, dann wäre es irgendwann auch mal angebracht, dass die Liga sich darüber Gedanken macht, ob man auf so einem Acker in der Regionalliga Südwest spielen kann. Also meine Meinung ist eindeutig, kann man nicht. Ja? Und damit würde ich sagen, schicken wir euch in die Pause. Wir beruhigen uns ein bisschen und hoffen darauf, dass der KSV im zweiten Durchgang vielleicht aus einer Standard, denn spielerisch kann man hier kein Tor schießen, auf so einem Geläuf dann doch noch irgendwie zu einem Ausgleich kommt. 0-1 der Rückstand zur Halbzeit des KSV hier in Freiberg. Aber Gott sei Dank hat der Erfinder dieser Sportart eine zweite Halbzeit erfunden und dann sind wir